Vom 25. auf den 26. Februar 1944 legte der schwerste der insgesamt 19 Luftangriffe Teile Augsburgs in Schutt und Asche. An diese entsetzliche Bombennacht erinnern wir in Augsburg jedes Jahr. Heute fühlt sich das Gedenken anders an als in den letzten Jahren. Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine zeigen uns auf dramatische Weise, dass Friede keine Selbstverständlichkeit ist, auch nicht in Europa. Entgegen aller Lehren der Vergangenheit sind wir fast taggenau 78 Jahre nach der Augsburger Bombennacht erneut Zeugen von Krieg hier in Europa. Natürlich können die beiden Ereignisse nicht gleichgesetzt werden. Was aber damals wie heute gilt, Krieg geht stets mit Leid und Zerstörung einher und trifft immer Menschen. Das zeigen sowohl die alten Fotos des kriegszerstörten Augsburgs als auch die Erinnerungen an die zahlreichen Augsburgerinnen und Augsburger, die damals ihr Hab und Gut, ihr Dach über dem Kopf und in vielen hundert Fällen auch geliebte Menschen verloren haben. Das heutige Gedenken an die Augsburger Bombennacht von 1944 bleibt deswegen auch immerwährende Mahnung. Die damaligen Ereignisse und Schicksale dürfen nicht instrumentalisiert werden. Wir müssen klar Stellung beziehen, wenn rechtsradikale Gruppierungen NS-Verbrechen bagatellisieren, indem sie eine vermeintliche Opferrolle der Deutschen propagieren. Diese Aufgabe liegt aber nicht nur in der Verantwortung von Politikerinnen und Politikern. Ein klares Wort ist jedem und jeder möglich. Als Stadtgesellschaft müssen wir hellhörig sein und unsere Demokratie aktiv gegen menschenverachtende Ideologien verteidigen. Dabei helfen Begegnungen auf Augenhöhe, Dialog anstelle von Vorurteilen und voneinander lernen anstatt Besserwisserei. Ich selbst bin, wie die meisten Augsburgerinnen und Augsburger, ohne die Erfahrung eines Krieges aufgewachsen. Und dafür bin ich dankbar. Aber zu unserer Stadtfamilie gehören neben den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges auch junge Menschen, die die schrecklichen Erfahrungen eines Krieges in sich tragen, die aus Städten, die heute so aussehen wie Augsburg vor 78 Jahren, zu uns geflohen sind oder in Zukunft fliehen werden. Ihnen wollen wir hier ein friedliches Zuhause bieten, denn auch das gehört zum Selbstverständnis unserer Friedensstadt. Als Oberbürgermeisterin dieser Friedensstadt bin ich in diesen Tagen in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die einfach nur in Frieden leben wollen. Und ich bin auch bei all jenen hier in Augsburg, die um Angehörige und um Freundinnen und Freunde dort bangen müssen. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Das zeigen uns der Blick auf die Bombennacht vor 78 Jahren und die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. Dass wir hier in Augsburg auch zukünftig in Frieden leben können und dass Toleranz und die Achtung der Würde eines jeden Menschen die Grundprinzipien unseres Zusammenlebens sind, dazu können wir alle, jede Augsburgerin und jeder Augsburger, jeden Tag mit einer demokratischen Grundhaltung beitragen. Bericht eines Brandschutzhelfers. Es gab Alarm mit dem bereits bekannten Geheul der Sirenen. War es 10 oder 11 Uhr nachts? Wie schon so oft stand man auf, zog sich an, manche zögernd, gleichgültig, abwartend, je nach Temperament auch ungläubig. Und doch sollte in dieser Nacht ein Verhängnis über Augsburg hereinbrechen, dass die schöne Stadt in ein ganz anderes Bild, das goldene Augsburg, in eine Stadt des Grauens und der Not verwandeln würde. In unserem Luftschutzkeller saßen und lehnten wir, alle Nerven gespannt, und lauschten dem ungeheuren Getöse und Trommeln über uns. jederzeit gegenwärtig, dass auch unser Haus getroffen würde. Endlos dehnten sich die Minuten, Viertelstunden oder waren es Stunden? Es wollte kein Ende nehmen. Endlich eine Pause. Es wurde draußen stiller. Luftschutztür auf und hinaus. Der ganze Himmel war brandrot. Ungeheurer Rauch kam auf, Funken stoben, Menschen schrien und rannten. Wir begaben uns sofort auf den Dachboden. Durch die Lücken der fehlenden und zerbrochenen Ziegel sah der glutrote Himmel herein. Brandbomben, die durch das Dach gefallen waren, wurden unschädlich gemacht. Ich begab mich mit meinen Leuten zum Nachbarhaus, das in hellen Flammen stand, zum Löschen des wütenden Feuers, dem kaum Einhalt geboten werden konnte. Auch auf der gegenüberliegenden Seite der Straße brannten einige Gebäude. Ein Wind erhob sich, beißender Rauch, Qualm, überall Funken. Vermischt mit Ascheteilen flogen, den Februarschnee schmutzig färbend. Da rannten einige Kühe. Ohnmächtig sah man dem Wüten des Feuers zu. Die erste Welle der Flieger hatte ihr Werk getan. Neuer Alarm, zweite Welle. Nun hieß es wieder in den Luftschutzraum. Noch einmal erlebten wir angstvolle halbe Stunden, oder war es länger? Mit unheimlicher Spannung lauschte jeder Einzelne dem Getöse da von oben. Dann wieder eine gewisse Stille. Und nun hinaus, nach oben. Auf den Straßen am kalten Morgen herrschte die reinste Völkerwanderung von der Innenstadt nach den äußeren Stadtteilen. Arme Menschen mit ihrem bisschen Hab und Gut, das sie dem wütenden Element entrissen hatten und das sie auf Handwägelchen mitführten, mit Bettzeug und allen möglichen Haushaltsgegenständen, Decken um den Körper gewickelt, ein Bild der Not und des Grauens. Meine Frau begab sich mit den Kindern auch in eine Behelfshütte nach Frechholzhausen, die ihrem Vater für Jagdzwecke gehörte. So war ich am Samstag allein in meiner Wohnung. Ich legte mir zur Vorsicht vor dem Schlafengehen alles bereit, Taschenlampe, Gasmaske und dergleichen, um bei Alarm wieder gerüstet zu sein. Doch begab ich mich zuerst noch einmal zu meinen Verwandten in die Brunnenstraße und anschließend zu einem kurzen Gang der Stadt zu. Die Straßen waren wie ausgestorben. Eine unheimliche Stimmung lag über dem Stadtbild. Zerrissene Straßenbahnen, Telefondrähte, die Krone beraubte Baumstämme, umgeworfene Litfaßsäulen, wie wenn ein gewaltiger Orkan über das alles hinweggefegt wäre. Rauchende Brandstätten, Ruinen und Trümmer und überall beißender Brandgeruch. Kein Mensch begegnete mir. Über der Lechbrücke lag am Zaun ein älterer Mann, zusammengeschrumpft mit verglasten Augen. Manchen mochte es unterwegs überrascht haben. Am Jakobertor lag ein anderer Toter. Von einem Geschäftskunden, der gerade des Weges kam, wurde mir mitgeteilt, dass es Schutzmann H. aus Lechhausen sei, der zahlreiche Familie hatte und den ich gut kannte. Mit einem Mantel zugedeckt, hingestreckt vor dem Eingang zum Unterstand. Ich ging noch einige Meter. Das Grauen fasste mich beim Anblick der Jakobervorstadt und eilends begab ich mich nach Hause. Die Dämmerung hatte alles noch mehr ins Unheimliche verzerrt. Dazu die leeren Straßen. Mir war nicht nach Schlaf zumute. Elektrizität, das heißt Licht, kein Wasser. Ich war erledigt. Ich begab mich zu meinem Schwager. Die Kerzendunkelheit machte alles noch gespenstischer. Doch schlief ich verhältnismäßig gut und die Nacht ging ohne Zwischenfall vorüber. Liebe Augsburger Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn ich die Bilder des zerstörten Augsburgs nach der Bombennacht vor 78 Jahren sehe, dann muss ich an 730 Frauen, Männer und Kinder denken, die in dieser Nacht durch die Bomben getötet und an die 85.000 Augsburgerinnen und Augsburger, die obdachlos wurden. Zudem kam eine nicht bekannte Anzahl von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen ums Leben, die in Augsburg unter anderem für die Rüstungsindustrie arbeiten mussten. Dies auch, weil ihnen in vielen Fällen der Zugang zu den sicheren Luftschutzräumen verwehrt wurde. Diese Bilder zeigen, wohin die Vorstellung, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, oder der Größenwahnsinn von Nazi-Deutschland und der von Deutschland verursachte Weltkrieg geführt hat. Wenn ich die Bilder des zerstörten Augsburg sehe, dann muss ich auch an die Bilder der zerstörten Städte im Irak, im Jemen, in Libyen, in Syrien denken. Auch jetzt finden Kriege statt und werden Städte zerstört. Nicht nur aus unserer Geschichte, sondern auch um den Menschen heute und in Zukunft die Schrecken des Krieges zu ersparen, ist es notwendig, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung ist nicht, Waffen zu exportieren, weltweit militärisch einzugreifen und zu versuchen, mit Gewalt unsere Wertvorstellungen und Interessen durchzusetzen. Im Gegenteil, Verantwortung für den Frieden einzunehmen, ist die universelle Anwendung der Menschenrechte. In der Menschenrechtscharta steht, jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist mit Krieg unvereinbar. Kriege sind die schlimmsten Verletzungen der Menschenrechte und mit Militär und Krieg können auch keine Konflikte gelöst werden. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, Konflikte auf diplomatischer Ebene zu deeskalieren und zu lösen. Diplomatie setzt Gespräche auf Augenhöhe voraus, versucht die andere Seite zu verstehen, deren Vertrauen zu gewinnen und gegenseitige Interessen zu berücksichtigen. Was kann hier die Stadt Augsburg beitragen? Die Augsburger Oberbürgermeisterin ist Mitglied der Mayors for Peace, der Bürgermeister für den Frieden, einer weltweit tätigen Organisation, die sich für Abrüstung und Atomwaffen einsetzt. Das Friedensbüro und die Fachstelle Erinnerungskultur setzen sich für das friedliche Zusammenleben und die Erinnerungskultur ein. Doch damit nicht genug. Die Bilder des zerstörten Augsburgs sollen uns eine Verpflichtung sein, abzurüsten und alles zu unternehmen, dass Kriege und alles, was dazu beiträgt, auf dem Müllhaufen der Geschichte landen werden. Zum Schluss möchte ich noch Abraham Lincoln zitieren und zum Nachdenken anregen. Er hat gesagt, ich zerstöre meine Feinde, indem ich sie zu Freunden mache. Zwischen Juni 1940 und März 1945 erlebte die Stadt Augsburg insgesamt 19 Luftangriffe. Die schwersten davon am 25. und 26. Februar 1944. Insgesamt kamen bei den Angriffen mindestens 1500 Menschen ums Leben. Zivilisten, Soldaten, Kriegsgefangene, Zwangs- und Zivilarbeiter, KZ-Häftlinge. Über 12.000 Wohnungen waren total zerstört, große Teile des historischen Baubestands unwiederbringlich verloren. In der Geschichte der Stadt Augsburg stellt das einen brutalen Einschnitt dar. Seit einem Dreivierteljahrhundert erinnern wir uns an diese Ereignisse. Die Bedingungen für diese Erinnerung ändern sich ständig und das ist auch völlig normal. Heute schaffen wir Erinnerung kaum noch im Gespräch mit denjenigen, die damals dabei gewesen sind. Heute müssen wir das schon alleine hinbekommen. Wenn Sie bis hierher gefolgt sind, dann glaube ich, dass Sie sich für Erinnern interessieren. Und dafür möchte ich Ihnen gern ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Erinnerung ist Arbeit, vielleicht sogar Bastelarbeit. Aus vielen Erlebnissen, Gesprächen und Lektüren fügen wir uns ein größeres Bild über historische Ereignisse zusammen. Erinnern heißt einordnen. Augsburg war auch 1944 nicht der Nabel der Welt. So furchtbar die Opferzahlen sind, in absoluten Zahlen gemessen, lag Augsburg damit im bayerischen Vergleich nur im Mittelfeld. Wie die Geschichte der eigenen Stadt einzuordnen ist, das erschließt sich oft auch durch den Vergleich mit anderen. Das kann beim Thema Bombenkrieg Warschau, Würzburg, Coventry, Caen oder Yokohama sein. Erinnern heißt vor allen Dingen aber auch Ursachen und Folgen erkennen. Es gibt schon einen Grund dafür, warum am 25. Februar 1944 über 2000 junge Männer in England in die Flugzeuge stiegen, um Bomben über Augsburg abzuwerfen. Erinnern heißt am Ende auch neugierig sein. Erinnern ist keine Sache, die man in der Schule oder am Feiertag erdulden sollte. Zum Erinnern muss man kein berufsmäßiger Erinnerer sein. Das geht auch in der Familie, am Arbeitsplatz, in den Kultureinrichtungen, im Freundeskreis, auch im virtuellen. Erinnern lebt von neuen Fragen, neuen Medien und einer zeitgemäßen Sprache. Weswegen können also die Erinnerungen an den Bombenkrieg in der Zukunft von Bedeutung sein? Erstens glaube ich, weil die Stadt, in der wir heute leben, wie wir sie heute kennen, ein Ergebnis des Bombenkrieges ist. Dieses Wissen kann helfen, wenn wir heute durch die Stadt gehen und wenn wir sie weiterentwickeln wollen. Zweitens, weil der Krieg eben kein Ding der Vergangenheit ist. Er findet heute statt. Wir müssen nur den Fernseher oder das Handy anschalten, um uns davon zu überzeugen. Über die Bombardierungen berichtet ein Rettungshelfer. Gestern hatte ich einen Einsatz in der Altstadt. Wir waren schon ganz in der Nähe, als eine weitere Bombe explodierte. Die Menschen waren gerade aus dem Schutzraum gekommen, als sie die zweite Bombe traf. Wir konnten nur noch Leichen bergen. 5 Kinder, 7 Frauen, darunter eine Schwangere, und 5 Männer. Ich erinnere mich an ein Baby, dessen kleiner Körper in der Mitte durchtrennt war. So etwas sehe ich immer wieder. Ich stehe morgens auf und gehe zu unserem Einsatzzentrum. Dann schauen wir in den Himmel, ob wir Flugzeuge sehen. Wenn möglich, versuchen wir ihnen zu folgen, damit wir schon in der Nähe sind. Wenn dann die Bomben explodiert sind, graben wir nach den Verschütteten, bergen sie und bringen sie in das nächste Feldlazarett. Wir graben den Schutt mit bloßen Händen weg. Häufig folgt auf eine Bombardierung gleich eine weitere, aber schützen können wir uns davor nicht. Die Bomber fliegen so hoch, dass wir sie vom Boden aus kaum erkennen können. Plötzlich fallen Bomben und du weißt gar nicht, woher sie kommen. Einige sind so gewaltig, dass sie metertiefe Krater in den Boden sprengen. Es fühlt sich wie ein Erdbeben an, wenn sie irgendwo in der Stadt einschlagen. Die Menschen sterben jetzt auch in den Kellern, in denen sie bei Luftangriffen Zuflucht suchen. Viele unserer Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen zerstört worden und es wird immer schwieriger, Opfer zu erreichen. Aber noch versuchen wir zu helfen, so gut es eben geht. Ich mache mir keine Gedanken mehr, was mit mir passiert. Ich will Leben retten und nicht zerstören. Das ist meine Aufgabe und ich werde sie erfüllen, solange es geht. Ein Familienvater erzählt: Mein jüngster Sohn ist 4 Monate alt. Manchmal, wenn ich ihn im Arm halte, werde ich traurig. Vielleicht wird mein kleiner Sohn niemals etwas anderes sehen als die Ruinen in unserer Nachbarschaft. Keine Berge, keine Landschaft, nur die ganze Zerstörung um uns herum. Ich habe noch 2 weitere Söhne. Einer ist 2 Jahre alt und der älteste ist 4. Auch sie kennen nichts anderes als Krieg. Meine Frau und ich haben sie in die Welt gesetzt. Jetzt versuchen wir, sie am Leben zu halten. Aber das wird immer schwieriger, denn die Bomben fallen ohne Unterlass. Nachts schreien unsere Kinder so laut, dass sie die Detonationen von draußen übertönen. Und wir können sie nicht beruhigen. Unser ganzes Leben dreht sich darum, Essen zu organisieren. Wenn einer von uns nach draußen geht, um etwas zu kaufen, weiß der andere nicht, ob er zurückkommt. Meistens kommen meine Frau oder ich wütend vom Einkaufen zurück. Es gibt immer weniger Lebensmittel und die Preise sind astronomisch hoch. Obst haben unsere Kinder schon lange nicht mehr gegessen. Ich pflanze auf einer kleinen Parzelle vor unserem Haus Gemüse an. Das ist unser Grundnahrungsmittel. In unserer Gegend fallen viele Bomben. Wir sitzen oft stundenlang im Schutzkeller und kaum sind wir draußen, geht es von vorne los. Am schlimmsten ist, dass die Raketen und Bomben, die jetzt eingesetzt werden, wie aus dem Nichts fallen. Wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen, wenn eines unserer Kinder verletzt sein sollte. Die Feldlazarette haben kaum Medizin. Wir denken aber selten darüber nach. Wir sind zu beschäftigt, etwas zum Essen für die Kinder aufzutreiben.